gezagt mit geradezu fanatischer Begeisterung. A. Billard. Er gab sogar ein Vermögen für einen eigenen Billardtisch aus. B. Ponyreiten. Mit seinen 1,58 Meter war er zu klein für ein normales Pferd. Oder C. Ziervogelzucht. Deshalb setzte er dem Vogelhändler ein musikalisches Denkmal. Schöne, schöne Multiple Choice gemacht. A. Billard. Wissen Sie, schätzen Sie, weil der Rest so unglaubwürdig ist? In dem Fall meine ich, ich muss vorsichtig sagen, ja, ich meine es zu wissen, dass er fanatisch gerne Gironno am Tisch haben wollte. Aber ich wüsste als Quelle jetzt nur den Otto Jahn,